Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub gestern, musste hier aber noch ein paar Sachen einstellen wegen dem neuen Monitor und der neuen Festplatte, dass da alles richtig funktioniert. Hat eben halt etwas gedauert an Zeit, deshalb kam gestern kein Video. Allerdings werde ich dafür heute auch wieder streamen, das heißt, wenn das nicht verpassen wollt, checkt doch gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus, dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal und lasst doch gerne ein Follow da, dann verpasst ihr nämlich die Streams dort auch nicht, wäre auf jeden Fall super nice, außerdem könnt ihr natürlich gerne hier auf dem YouTube-Kanal ein Abo dalassen und unter dem Video natürlich auch noch eine Bewertung und einen Kommentar, würde mich auf jeden Fall riesig freuen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir die Star Wars Sachen wieder im Shop drin. Ich würde mal sagen, wir beginnen links mit den neuen Skins, und zwar der Polarpatrouille. Ist einfach ein Eisbär als Skin. Wirkt auch genauso breit. Zum Spielen ist das jetzt, glaube ich, nicht allzu gut, weil man wirklich nicht sehen kann, wenn man so einen breiten Skin hat. Sieht aber eigentlich ganz nice aus. Als nächstes haben wir die Eiszapfen-Spitzhacke. Die sehen tatsächlich echt ganz cool aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir heute den Mech-Anführer wieder zurück. Mit noch dem Metallstil dazu. Und hinten auch noch dem Metall-Backpack. Außerdem bekommt ihr ein integriertes Emote. Kostenlos zum Skin. Dazu gibt es dann die Kombo-Klingen und die Mecha-Team-Lackierung. Als nächstes haben wir noch die Spielspezialisten. Und den Taxifahrer-Skin sowie die Sternparty-Lackierung, die ist aus dem letzten Jahr Silvester. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dieses Jahr gibt es ja welche, glaube ich, aus den Geschenken, die man bekommen konnte. Heute kommt ja auch noch das letzte Geschenk, wo ihr dann den zweiten Skin freischalten könnt. Außerdem haben wir noch die Magma-Lackierung, einfach einhändig, passend zum Mecha. Und dann Jazzhände als Emote. Dann haben wir nochmal die ganzen Star Wars Sachen. Einmal hier die verschiedenen Spitzhacken. Einmal die Schlagstock-Spitzhacke. Dann Rays Kampfstab. Und noch die Vibro-Sense. Im leichten Rabatt. Immer dadurch, dass man alle drei gleichzeitig kauft. Dann gibt es nochmal beide Gleiter im Paket, einmal den TIE-Jäger und dann den Y-Flügler. Ist auf jeden Fall auch ganz cool, dass es dort einen kleinen Rabatt gibt, wenn man das zusammen kauft. Dann als nächstes haben wir Kylo Ren. Hinten mit dem Umhang auch noch. Kapuze auf oder ab, kann man sich dann natürlich auch noch entscheiden, was eigentlich ganz cool ist, weil es natürlich auch auf alle anderen Skins geht. Dann haben wir dazu die Vibro-Sense. Und dunkle Seite als Emote. Als nächstes haben wir dann noch hier das Set von Rey. Mit Rey selbst und dann natürlich noch Reys Kampfstab. Und dann haben wir hier noch den Widerstand Daumen hoch Emote. Haben wir noch Finn. Und den TIE-Jäger. Als letztes haben wir dann noch den Verräter Emote. Und das waren dann auch alle Sachen aus dem heutigen Item Shop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.